Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Und wie geil ist das? Heute kann man sich hier wirklich wie eine Königin fühlen, denn wir befinden uns gerade in Weimar beim Schloss Belvedere. Und wenn du Bock hast, ein bisschen Lust hast, dich zu verirren, dann bist du hier genau richtig, denn es ist das, was man jetzt nicht sehen kann, hier dahinter noch ein Lust- und Irrgarten. Ist das nicht krass? Ja, und genau, mir ist dazu eingefallen, siehst du, Königin, weil ich bin ganz aufgeregt, denn ich bin tatsächlich hier alleine. Ich glaube, das ist vielleicht hier einfach auch die Jahreszeit. Hier gibt es keine Touris, es ist alles irgendwie leer. Ich hoffe, das ist jetzt nicht auf die Energien speziell bestimmt. Sorry, wenn ich jetzt einfach mal hier mein Handy zücke, aber Weimar ist natürlich auch bekannt, weil Goethe und Schiller hier gelebt haben. Und dazu ein Gedicht einfach von mir an euch, die mich auf Instagram schon verfolgen. Ich mache ja da immer ein paar kleine Zitate rein und ich dachte mir vom letzten Zitat, für immer im Verborgenen, würde ja hier auch super passen, ne? Irgendwas ist hier ganz schön mega mystisch. Keine Sau ist hier, aber hört einfach mal meinen Worten, bevor die Legung beginnt. Für immer im Verborgenen. Gäbe es die Sonne nicht, dann könnten wir den Mond nicht sehen. All das, was so im Verborgenen liegt, könnten wir nie wahrhaftig verstehen. Es ist schade, wenn da diese Schönheit für immer im Verborgenen bliebe. Für immer im Verborgenen, die wahre Liebe. Ja, das Einzige, was für immer blieb, für immer im Verborgenen, wie sehr man sich wahrhaftig liebt. So, und das findest du auf Instagram, auf meinen WhatsApp-Kanal. Schau da einfach mal. Ich denke, das dürfte jetzt, während du das Video hier siehst, schon dort sein, auf Facebook auch. Aber lasst uns einfach mal losi legen, meine Lieben. Schloss Belvedere, was hast du für Energies und welches Tor darf sich hier als allererstes öffnen, während ich diese Legung hier für dich starte? Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten. Bitte gib mir Botschaften. Was darf ich heute Schönes erzählen? Was könnte hier wichtig für dich sein? Wow, und da haben wir tatsächlich das Sternentor des Herzens. Öffnen des Herzchakras, aufschließen, Großzügigkeit. Würde dir auch gut passen, ne? Hier geht es darum, sein Herz zu öffnen. Verschließt hier jemand sein Herz? Wer? Du, er oder sie? Meine lieben Männer, es münzt es auf euch um, aber ich versuche euch auch mit einzubeziehen. Verschließt sich hier jemand vielleicht? Lasst uns mal schauen. Ich werde jetzt eine kleine keltische Kreuz machen, aber wirklich nur ein kleines. Und wir nehmen die Karte hier auf jeden Fall mit. Für die, die sich hier wundern, Königin, was hast denn da heute für eine unstylische Tasche um? Das ist meine Kameratasche. And I can back the cards in this, ne? Ja, wenn man dann hier so im Freien steht, also ich glaube, das wird dann ein bisschen schwierig, wenn ich noch anfange, hier mit einem eischerustikalen Tisch anzukommen, ne? Also, wir legen losi. Um was geht es, wenn hier jemand scheinbar sein Herz verschließt? Was darf ich dir erzählen? Was ist hier so ein bisschen das Hauptthema? Der Träumer. Hier geht es um Vertrauensvorschuss. Okay, hier wurde vielleicht Vertrauen missbraucht. Hier geht es um einen Traum, der vielleicht nicht, oder wo man nicht so das Gefühl hat, das geht in Erfüllung. Unerwartete Möglichkeiten, ja, aber es ist so ein bisschen, ich kann mein Herz nicht so richtig für diesen Traum öffnen. Kann das sein, dass das dein König oder deine Königin betrifft oder sogar dich selbst, dass du sein ihr Traum bist? Aber er oder sie, es fällt hier jemandem schwer, sich dafür zu öffnen, für diesen Traum in Liebesangelegenheiten, wie eben nochmal gesagt, ne? Öffne das Herzchakra.
aufschließen und großzügig sein. Jemand verschließt sich, jemand fällt es schwer, großzügig zu sein, vielleicht auch dir gegenüber. Weißt du, das ist wieder so typisch, ne? Denn lieber rennt man hier irgendwie weg. Lieber Träumer, was gibt es hier noch, was dich hier irgendwo selbst kreuzt? Die 7 der Luft. Man hat das Gefühl, das Timing passt nicht. Man hat irgendwie so das Gefühl, das Timing passt gerade nicht. Man würde so gern, man würde dich, ne? Es passt auch wieder so krass zu dem Gedicht, ne? Für immer im Verborgenen, obwohl du hier der Traum für jemanden bist. Man verschließt sein Herz vor dem Traum mit dir. Und man hat das Gefühl, es passt nicht in die Zeit. Worüber denkst du nach? Beziehungsweise worüber denkt denn hier dein Typ deine Kirsche nach? Was geht denn da? Nee, falsch, Königin. Was war hier losi in der Vergangenheit zwischen euch? Boah, du warst auf jeden Fall ein Engel, der seine ihre Flügel zum Ausbreiten gebracht hat. Du warst auf jeden Fall ganz dolle wichtig für sein ihr Leben. Also vielleicht, das ist krass, entweder man war hier eine Lektion, aber das glaube ich nicht, weil hier ja jemand der Traum ist. In der Vergangenheit hat man hier ganz viel gelernt, sich ganz viel auch gegenseitig enthüllen können, sage ich jetzt mal. Vielleicht habt ihr mega viele Gespräche geführt, was ich natürlich hoffe. Manche machen das nicht, aber wenn du das jetzt schaust, vielleicht trifft das speziell auf dich zu. Also ihr habt hier mega Erfahrungen auch zusammen schon gesammelt. Und man hatte schon das Gefühl, man hat mal kurz angesetzt, dass es jetzt Zeit wird, genau diese Flügel hier auszubreiten mit dir. Irgendwie war hier schon so ein bestimmter Moment, wo man das Gefühl hatte, wenn ich hier meinen Arsch breit mache, wenn ich hier meine Flügel ausbreite, dann mit dir. Aber an irgendeinem Punkt checkt man gerade so, ach scheiße, irgendwie passt es nicht. Also nicht, dass es zwischen euch nicht passt, aber irgendwie passt es vom Timing her nicht. Ich sollte nochmal darüber nachdenken. Über was denkst du nach? King. King and Queen hier. Über was denkt hier jemand denn nach? Wenn man merkt, ja, an sich ist ja alles da zwischen euch, ne? An sich ist ja alles da zwischen euch. Ja, man denkt darüber nach, ob man sich dir wirklich hingeben kann, ob man dir wirklich das geben kann, was du verdient hast. Weil hier, glaube ich, jemand merkt, du hast alles verdient, du hast das Beste verdient. Und man denkt auch darüber nach, ein Versprechen einzulösen. Also es ist nicht so, klar ist hier jemand so ein bisschen in Zwiespalt, ne? Kann ja auch mal sein. Muss ja jetzt nicht sein, dass das hier eine Sache ist von Jahren oder dass man dich jetzt weniger mag oder solche Dinge. Aber man denkt darüber nach, dieses Versprechen einzulösen. Aber irgendwie zweifelt man halt auch so ein bisschen, ne? Jetzt schaue ich mal ins Unterbewusste. Was ist denn in ihm, in ihr? Die 7 des Wassers. Also man spürt wirklich, dass das eine mega komplexe Entscheidung ist hier, warum auch immer. Und man weiß auch, man sollte aufhören, die Dinge jetzt hier vor sich herzuschieben. Und dass man dich hier noch unsicherer macht, weil auch das hast du nicht verdient. Ne? Das ist auch das, was man hier weiß. Und man ist aber wirklich gerade in so einem Modus, dass man vorhat, ich möchte, ich weiß nur noch nicht wie. Ich möchte, ich weiß nur noch nicht wie. Und irgendwie verschließt man sein Herz. Kriegt's Brett nicht auf. Aber man weiß, dass du es verdient hast, mein Engel.
Wie will man weitermachen in der Zukunft mit dir, wenn wir jetzt so weit sind, ne? Man hat so mega viel mit dir vielleicht auch wirklich schon durchgemacht, so viel von dir gelernt. Und irgendwie ist es ja doch so, du bist echt ein Traum. Das ist das, was hier jemand weiß, dass du ein Traum bist. Und dass du es auch wert bist, darüber mal nachzudenken, ob man hier nicht mal wirklich eine komplexe Entscheidung langsam trifft, ne? Aber lass uns mal schauen, was sagt denn hier die Zukunft? Was hat denn er hier weiter vor? Na, der will dich erstmal so ein bisschen einladen. Mit dir wegfahren, irgendwas Abenteuermäßiges machen. Auf jeden Fall will hier jemand mit dir zusammen sein im Sinne von, hey, lass uns Kontakt haben, trotz dass wir hier nicht wissen, was wir wollen oder trotz dass noch nichts ausgesprochen ist. Er will schelmisch auf dich zukommen. Na, vielleicht so mit einem kleinen Witz, mit Humor. Ich weiß aber nicht, ob du das noch so lustig findest. Aber man hat irgendwie einen genialen Plan und versucht es hier definitiv weiterhin an deiner Seite zu sein. Ne? So nehme ich das wahr. Aber wie siehst du das, mein Schatz? Der oder die hier zuschaut. Wie siehst du das, mein Engel? Also bei dir ist es so, du hättest gerne gefühlt eine Schuld zurückgezahlt. Du würdest gerne etwas zurückbekommen wollen. Weil die Sechs der Erde, das ist etwas wie, du hättest gern etwas zurück. Eine Schuld zurückbezahlt. So kriege ich das erstmal rein. Du würdest dich darüber freuen, wenn hier ein Ausgleich stattfinden würde in dieser Angelegenheit. Kann das sein? Und vielleicht hat das auch etwas damit zu tun, dass du hier jemanden schon dein Herz geöffnet hast, dass du dich sowas von krass hier jemanden geöffnet hast und vielleicht in so einen Gedanken bist von oder in so einen Modus von für die öffne ich mich nie wieder. Es kann sein, dass du vielleicht genau das gerne zurückhaben wollen würdest. Dass jemand sein Herz dir gegenüber auch öffnet. Was sind die Befürchtungen, beziehungsweise was ist das, was jetzt hier aus dieser Sache noch rauskommen könnte? Was sind die Befürchtungen, beziehungsweise was könnte hier am Ende rauskommen zwischen euch beiden? Gib mir mal bitte eine Message. Wow, die 7 des Feuers. Verteidige deine Überzeugungen und Entscheidungen, bleibe standhaft, aber wähle deine Kämpfe bedacht. Das ist für mich so eine Karte von jemand setzt sich durch gegen jegliche Konkurrenz. Es könnte einmal die Befürchtung sein, dass hier jemand anderes deinen König, deine Königin wegnimmt. Oder am Ende könnte es wirklich das sein, dass du das bekommst, was du brauchst, um hier mit jemandem weitermachen zu können. Also das ist die pure Durchsetzungskarte hier. Und da läuten die Sirenen, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Oh mein Gott, es passt ja super hier rein, ne? Jetzt fangen die Sirenen an zu läuten. Es könnte jetzt wirklich einmal wirklich ein Signal sein für dich. Pass auf, ne? Aber ich habe eben in dieser Legung eher dieses Gefühl von, du bist ja hier sein ihr Traum. Und von daher denke ich, es hat jetzt einmal hier geläutet mit den Sirenen, dass du hier jetzt gefeiert werden darfst, weil du dich in einer Angelegenheit wirklich durchsetzen wirst gegen jegliche Konkurrenz. Also habe ich hier das Gefühl, schafft keiner an dich ranzukommen, mein Engel. Und vielleicht wird man dir das demnächst auch wirklich sagen wollen, sein ihr Herz öffnen wollen.
Ich schau mal in die Herzkarten rein. Bin gleich weg. Genieß dieses geile Schloss im Hintergrund. So. Jetzt haben wir natürlich hier diese tollen Hardcardies. Die müsst ihr echt mal versuchen im Stehen hier zu mischen, während man hier auf dem Rasen steht. Ne? So, dann zeig mal her, wenn du dich hier durchsetzt, was darf ich hier für eine Herzkartitschko für dich ziehen? Oh, bitte lieber Gott, lass es was Schönes sein. Ne? Wow. Wie krass das passt. Manifestation, deine Träume werden in Erfüllung gehen. Was habe ich gesagt? Zusammen mit den Träumen. Du bist hier sein, ihr Traum. Der wird es dir hier erfüllen wollen, beziehungsweise sie. Also hier ist eine Sache, wo ich dir klimperklar sage, heute bist du die Königin, der König. Und schau, ob du damit in Resonanz gehen kannst. Ditte weiß ich hier nicht, ne? Aber es ist so stimmig mit dieser Legung jetzt, dass dieser Traum in Erfüllung gehen soll. Boah, ist das geil! Meine Lieben, ich habe im Übrigen, falls ihr mich fragt, wo ist der Josef hin, ja? Ich habe Josef tatsächlich zu Hause gelassen, weil ich nicht wusste, wie es hier aussieht mit der Menschenmasse. Ich habe gedacht, hier ist vielleicht mega viel los und ich wollte nicht... dass Josef da so unruhig wird, das ist dem dann nichts, ne? Das bringt ja dann auch keine Punkte. Aber dass das hier jetzt natürlich mal ein Schloss nur für uns hier ist, das ist doch krass. Mir hat das mega viel Spaß gemacht hier heute und ich hoffe, euch auch. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet. Aktiviert die Glocke, sei, so verpasst ihr keines meiner Readings mehr. Ich hab euch lieb. Ciao.